Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Da sind wir wieder, diesmal in der Ansicht, in der Bauansicht von Funkelwacht. Denn ich wurde noch darauf hingewiesen, dass ich ja noch gar nicht für Irene hier ihren Laden gebaut habe. Das ist in der Tat wirklich nachlässig. Das müssen wir nachholen, bauen wir den dorthin. Und ich denke mal, weil Spionage immer ein bisschen knapp ist, bauen wir noch diese Voliere nochmal hin. Ja. Okay, dann kommen wir nämlich sogar, glaube ich, vielleicht auf Spionage 60 dadurch, aber vielleicht auch durch irgendein Ereignis oder durch irgendeine Auflösung. Dann dürfte das auch in den nächsten Rang gehen können, oder? Gut, hier gibt es zwei neue Projekte, die möglich sind. Und zwar einmal erneut Rangaufstieg, Arkan natürlich. Und, was ist hier? Arkaner Schutz vor Zwangszaubern. Im ganzen Staat wirksamer Magieschutz. Gewährt Immunität gegenüber Zwangszaubern im Kampf in beanspruchten Regionen. Das ist ja super. Das wird Octavia unbedingt machen. Dieses Projekt wird gestartet. Finde ich hervorragend. Okay, dann kümmern wir uns erstmal um diese Geschichten. Ich bin mir gar nicht so sicher, ist Valerie jetzt hier wirklich die beste? Verlust des Handwerkers? Da wäre eigentlich, ihr seht es, Jubilost besser dabei. Gucken wir mal hier. Rostige Hunde ist auch eine Gelegenheit. Da können wir Amiri senden. Sehr schön. Ja, und hier ein echtes Meisterwerk. 95%. Ich würde mal sagen, das ist alles super. Das kann so losgehen. Da haben wir nichts zu bemängeln. Und dann gucken wir mal, was jetzt noch rangaufstiegmäßig übrig bleibt. Valerie bleibt Gemeinschaft auf 5. Ich gucke hier weiter. Lindsay Beziehung auf 6. Dann Kultur. Ne, er ist unterwegs. Amiri ist auch unterwegs. Wen haben wir hier? Jubilost ist auch unterwegs. Und dann haben wir Harem. Göttlich auf 5. Och, wisst ihr was? Wo wir Harem, obwohl, warte mal, der hat 14. Ich guck mal kurz. Ich glaube, Valerie ist fast hier noch die Schwächste. Dann werden wir mal ihren Bereich stärken. Ja, also. Befasse dich 2 Wochen lang mit der Lösung von Bevölkerungsproblemen im Königreich. Das machen wir jetzt. So, die 14 Tage sind vergangen. Dort haben wir Stufe 5 erreicht. Rostige Hunde war Triumph. Die Generalin lud die rostigen Hunde persönlich in den besten Gasthof der Gegend. Am nächsten Tag traf eine Nachricht ein. Der Söldnerhauptmann rühmte den Kampfgeist der Generalin, in deren Diensten die Hunde jetzt stehen. Majestätsbeleidigung war auch ein Triumph. Der Rat und die Leute konnten einen gemeinsamen Nenner finden. Die Leute erkannten, dass der Vandalismus ihnen allen schadet. Und so weiter und so fort. Der Verlust des Handwerkers war ein Triumph. Kämmerer, Wirtschaft plus 8. Verteidigung des Königreichs. Ah, reduziert die Chance auf Zufallsbegegnungen um 40%. Das ist auch durch. Und 4 neue Ereignisse sind dort. Wir sind immer noch im ersten Monat. Trinken bis zum Umfallen ist ein Problem. Der Feiertag zu Ehren von Kaiden Kallian steht vor der Tür. Hunderte von Betrunkenen werden auf den Straßen lärmen. Das kennen wir schon. Kann nur Ekundario machen. Dann macht er das auch. Ist mir aber nicht... Ja... Wenn keine vorbereitenden Maßnahmen ergriffen werden, steht danach in der ganzen Region keine einzige Mauer. Ist das nicht etwas übertrieben? Na, wir setzen mal... Ah. Nee, komm. Ich glaube nicht, dass es so dramatisch sein wird. Wir starten das ohne Krisenpunkt. Kavallerie von Finismur, ein langfingeriger Beamter. Aus Finismur bereit, eine Herde zu verkaufen. Das kennen wir auch schon. Da werden wir auch nichts einsetzen. Und der hungrige Vasall. Aber warte mal. Erstmal will die Regentin mit uns reden. Vielleicht gibt es da noch interessantere Dinge in der Folge. Wayne in Funkelstein, wir haben Neuigkeiten zu den Überfällen auf der Straße. Unsere Wachen haben Davor den Grauen bis in die Nahenmark verfolgt. Er hat in seiner Verzweiflung die örtlichen Bauern zu einer Rebellion angestiftet. Es mag lächerlich klingen, aber er will euch stürzen. Ui, verdammt. Status wurde gesenkt in Unruhe.
Das liegt aber jetzt an dieser Geschichte, so wie es aussieht, glaube ich. Wir müssen uns sputen. Wir können es uns nicht leisten, mit Davor und seinen Halsabschneidern zu verhandeln. Es wird Zeit, dass die Armee des Generals diese Rebellion niederschlägt. Ich nehme an, der Kämmerer hätte nichts dagegen, Davors Schergen zu bestechen. Und die erste Diplomatin würde die Sache vermutlich lieber friedlich lösen. Aber für halbe Sachen ist keine Zeit. Die Rebellen haben ihr Schicksal selbst gewählt. Vergesst das nicht, wenn ihr eure Entscheidung trefft. Gemeinschaft minus 10, die Rebellion des Grauen. Okay, darum müssen wir uns Alex kümmern. Aber vorher kommen noch ein paar Handwerker. Todeszermalmer der Rüstung. Das ist noch nicht alles. Kettenpanzer des Kettenbrechers. Auch eine schöne Bezeichnung. Eine Quest haben wir dadurch nicht bekommen. Gucken wir uns hier nochmal um. Also, das ist eine... Was? 37.800? Was ist denn das für eine heftige Rüstung? Schauen wir mal, was Valerie dazu sagt. Also, Rüstungsklasse ist erstmal gleichwertig. Rüstungsmalus ist bedeutend höher. Das ist alles nicht gut. Maximalgeschicklichkeit auch reduziert. 10 Resistenz gegen negative Energie. Schon extrem wertvoll, aber nee. Also das, was sie da anhat, gefällt mir tatsächlich irgendwie besser. Wir gucken mal, was passieren würde, wenn wir sie anziehen. Gar nichts. Okay, das heißt, diese ganzen Probleme sind eigentlich keine, wenn ich das jetzt richtig sehe. Was hatten wir hier vorher? Das Ding. Puh. Energieresistenz 10. Das ist bestimmt nicht schlecht. Und zweimal Todesschutz. Auch nicht schlecht. Das ist der Zauber, den wir immer Harum geben wollten. Der, glaube ich, immer die Level reduziert und so. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendwo dieser Rüstungsmalus jetzt reinhaut. Aber es scheint nicht zu tun. Ich werde das nochmal prüfen. Es scheinen sich wirklich keine Werte zu verändern. Ja, dann nehmen wir den doch. Dann ist der doch der bessere, glaube ich. Ja, gut. Alles klar. So, das war die Regentin und jetzt haben wir die Rebellion des Grauen. Tja, Tristan ist nicht geeignet. Jetzt ist die Frage... Hm... 50%. Hier würde ich mit einem Krisenpunkt auf 75 mit 2 auf 100 kommen. Das wäre die militärische Lösung. Erst bei 61, 85. Ich würde hier auch 2 ausgeben, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Deswegen werden wir Amiri die Sache geben, 2 Krisenpunkte investieren, damit wir eine 100%ige Erfolgschance haben. Starten wir dieses Ereignis. Das ist wirklich wichtig. Der hungrige Vasall. Ein Problem, ein weiteres Problem. Eine Halblingsfrau, die zu den größten Grundbesitzern in der Gegend gehört, hat es sich in den Kopf gesetzt, dass sie über das Königreich herrschen sollte. Mehr noch, sie hat bereits eine ganze Söldnerarmee angeheuert. Uiuiui, das ist doch genauso problematisch. Oh, und Tristan ist nicht besonders gut. Oh Gott, jetzt müssen wir aber wirklich Krisenpunkte ausgeben, ey. Komm, wir hauen nochmal 3 raus. Wir sind bei Sorgen. Wir dürfen jetzt nicht noch hier eine größere Krise bekommen. Das wäre doof. So, dennoch... Warte mal, wie war das nochmal? Ich glaube, wenn wir einen Aufstieg bei Gemeinschaft machen oder bei Stabilität, bin mir nicht ganz sicher, dann steigt dieser Wert wieder. So war das, glaube ich. Aber ich weiß es nicht mehr genau. So, das können wir nicht machen. Lindsay, Beziehung. Hat jetzt für mich keine Priorität. Wirtschaft ist schon auf 6. Machen wir mal hohe Priester auf 5. Das ist gut. Okay, dann starten wir das und hoffen, dass wir die andere Sache klären können. Ich gucke mal ganz kurz, wie lange dauert denn das? 21 Tage, okay. Wow. Gut. Naja, dann machen wir erstmal den Rangaufstieg.
9 Ereignisse. Okay, also göttlich sind wir Rang 5. Ein echtes Meisterwerk wäre ein Triumph. Okay, Atelier zugewiesen, Trinken bis Umfallen war ein Fehlschlag, aber wie von mir vermutet, geht das hier nicht weiter runter. Ja, minus 1 und Arkan minus 2 Stabilität, das ist, glaube ich, kein Problem. Die Feiernden füllten einen Gnomenmagier fürchterlich ab, woraufhin er mitten auf dem Hauptplatz einen gewaltigen Steinbrunnen von frivoler Natur errichtete. So, die Kavallerie war tatsächlich ein Erfolg. Militär plus 8, Spionage plus 3, sehr gut. Das heißt, wir könnten, glaube ich, jetzt Spionage auf 4 kommen. Die Ministerin besiegelte das Geschäft mit dem Beamten auf geschickte Weise und nutzte es dann, um ihn zu erpressen. Das Königreich kauft nun für einen Spottpreis militärische Ausrüstung aus Finis Mur. Arkaner Schutz vor Zwangszaubern, das ist auch abgeschlossen. Sehr schön. Das ist jetzt dieser Perk, den wir haben. Dann ist ein neues Training möglich für Hrot. Hrot haben wir aber im Moment gar nicht mehr als Hohepriester. Insofern brauchen wir das nicht. Der Hohepriester möchte mit uns sprechen, weil wir ihn gerade gesteigert haben. Und Jubilost. Oh, es scheint, dass Jubilost die Rätsel der Feenwesen erfolgreich gelöst hat. Okay. Und ein Minister bittet um unsere Aufmerksamkeit. Also jetzt häufen sich die Dinge. Gut, dann schauen wir mal. Drei Gespräche gleich. Wir haben den Namen der Person in Erfahrung gebracht, die gegen euch gearbeitet hat. Es handelt sich um einen gewöhnlichen Mann aus Graalton. Allerdings ist er ein wichtiger Spion für Lithran, die Zentrale der Grauen Gärtner in Galt. Ich weiß nicht, was er von uns wollte, aber jetzt haben wir ihn am Haken. Wir haben einen seiner Briefe abgefangen. Er enthält eine Auflistung aller Spione von Graalton in Lithran. Oh, diese gierigen, raffinierten Hunde, sie ahnen nichts von der zerbrechlichen Mauer, die sie vom Schafott trennt, namentlich meinem guten Willen. Graalton wäre froh darüber, von diesem Verrat in seinen Reihen zu erfahren, aber was hätten wir davon? Würde es uns ihre Freundschaft und Gunst bringen? Der Gerüchtemarkt in Dolchenmarkt würde wenigstens in Gold dafür bezahlen. Graalton ist selbst schuld daran, die eigenen Diener nicht zu überwachen. Ich schlage vor, den Brief an die vorgesehene Adresse in Lithran weiterzuleiten. Sollten die grauen Gärtner sich als undankbar erweisen, können wir sie problemlos eliminieren. Okay, wenn wir das einfach... Wenn wir das nach Galt bringen, bekommen wir Beziehung und Spionage. Wenn wir das melden, bekommen wir das auch. Wenn wir das verkaufen, bekommen wir Gold. Gold ist überhaupt kein Thema für uns. 2000 ist ja auch ein Klacks. Ehrlich gesagt, ich tendiere dazu, den Verrat zu melden. Mischen wir uns jetzt doch mal ein und ich hoffe, wir gewinnen dort vielleicht so eine Art Verbündeten dazu. Warum? Für die naiven Märchen, die ihr Prinzipien nennt? Nun, das ist alles ohne Zweifel überaus edel, aber ihr habt mich zur Leiterin der Spionage gemacht, was bedeutet, dass ich mir den Luxus von Prinzipien nicht leisten kann. Okay, Erkundung der Ostgebiete ist dadurch möglich geworden. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mehrere Unschuldige benötigen euren Schutz, Wayland Funkelstein. Nachdem sie im Namen von Erastil viel Blutvergießen ertragen mussten, sind unsere Bauern jetzt sehr misstrauisch gegenüber Anhängern anderer Religionen. Je unergründlicher der Glaube, desto unberechenbarer und gefährlicher scheint der zugehörige Kult zu sein. Es ist zu mehreren Auseinandersetzungen mit einem kleinen Zirkel von Silentiariern gekommen, deren Sünde wirklich unbedeutend ist. Sie glauben, dass Sprache gefährlich ist und in den Wahnsinn führt. Sie sollen geschlagen und verbannt werden, nur weil sie sich weigern zu sprechen. Sie haben wirklich nichts verbrochen. Diese Unschuldigen brechen mit keinem Gesetz, keiner Tradition. Sagt euren Untertanen, sie sollen ihren Ärger vergessen und ihre friedlichen Nachbarn in Ruhe lassen. Also ehrlich gesagt,
Das ist jetzt die erste Sache, die Harem uns hier vorträgt. Ich finde, seine Einschätzung ist irgendwie ein bisschen fragwürdig. Leute, die die Sprache als Feind ansehen, meinte. Nee, kommt. Diese Kultisten sollen sich jenseits unserer Grenzen eine neue Bleibe suchen. Wie traurig. Alle versuchen ständig etwas zu zerstören, jemanden zu vertreiben, einander in die finstere Vergessenheit zu verbannen. Die Welt ist voller empfindlicher Dinge. Wisst ihr, heute verbannt ihr einen harmlosen Zirkel, an den sich morgen niemand mehr erinnert. Ihre Heimat entrissen, werden sie zweifellos untergehen. Werden wir es bemerken? Kümmert es uns? Seht ihr immer noch nicht, warum unsere ganze Welt ihr Schicksal verdient? Ich könnte in deiner Logik auch begründen, warum sie weggehen sollten. Irgendwie kann man damit alles begründen. Jubilost, erinnert ihr euch an unser kleines Abenteuer mit den Feenfürsten und ihren unbedeutenden Debatten? Ja, daran erinnere ich mich, in der Tat. Mögen sie verflucht sein. Und ja, mit mögen sie verflucht sein, meine ich die Debatten und die Fürsten. Aber egal. Ich habe über dieses unsägliche Geschwätz nachgedacht, das wir als Belohnung für die Prüfung bekommen haben. Die Antwort auf eure Frage über das Schicksal des Gnomenvolkes gestattet mir, euch an den Wortlaut zu erinnern. Jetzt wird es interessant, weil da ging es ja auch um den Zweifachgeborenen, wenn ich mich recht entsinne. Zahlen werden helfen euch auf dem Weg. Eine davon ist die fünfte in 10. Leicht wird es sein, wenn ihr nur lest, wer ließ den toten Mann aufs Neue erstehen, ihn und seinen schwarz gefiederten Boten. Die zweite ein Dutzend Mal in einem Dutzend. Und dreifach die Zahl jener, die verloren ihr Gesicht. Versucht nicht zu raten. Die Zeit ist noch nicht reif. Wartet, bis der Zweifachgeborene zweimal besiegt wurde. Fügt die beiden Zahlen zusammen. Wenn der Mond ihren Weg verlässt an den Wassern des Kerzenmeers, findet jenen, der enthüllt das Geheimnis. Niemand, der auch nur ein bisschen Verstand hat, würde wertvolle Zeit in die Entschlüsselung dieses schlechten Scherzes von einem Gedicht investieren. Wenn ihr wüsstet, wie mühsam es war, die Sache überhaupt ernst zu nehmen, aber es hat sich gelohnt. Es ist offensichtlich, dass sich die Passage mit dem toten Mann und seinem schwarz gefiederten Boten auf Villas Gunderson bezieht, der Vordakai erweckt hat. Das wiederum brachte mich auf den Gedanken. Ja, offensichtlich bezog sich der Teil über den Zweifachgeborenen, der zweimal besiegt wird, auf Armag. Genau. Das konnten wir zum Zeitpunkt der Debatten nicht wissen, weil wir Armag damals noch gar nicht getroffen hatten, was mich zu der Frage kommen lässt, wer dieser geschätzte Gastgeber sein könnte. Aber das ist nebensächlich. Also, was wissen wir? Das Rätsel empfiehlt uns, den zweimal besiegten Zweifachgeborenen zu suchen. Das hätten wir abgehakt. Der andere Teil, dreifach die Zahl jener, die verloren ihr Gesicht, ist jetzt auch klar. 24, die Zahl der gesichtslosen Schwestern mal 3. Aber der Rest. Was heißt, wenn der Mond ihren Weg verlässt? Und wie passt ein Dutzend Mal in einem Dutzend zu 24? Ich muss einige astronomische Handbücher studieren und einigen Desna-Priestern schreiben, mit denen ich bekannt bin. Vermutlich geht es um ein seltsames Himmelsphänomen. Ich wollte euch bitten, euch mit dem ersten Teil des Rätsels zu befassen, dem Teil über Villas Gunderson. Denkt an das Rätsel. Wir müssen ihn wiederfinden. Nee, wir müssen ihn weder finden noch mit ihm reden. Es reicht, ihn zu lesen. Ich denke, es ist so. Ich habe herausgefunden, dass der arme Bursche einige lausige Bücher verfasst und offen veröffentlicht hat. Vielleicht ist die Antwort in einem von ihnen verborgen. Allerdings widert mich allein schon der Gedanke an, diese Parodie von Literatur lesen zu müssen. Ich würde ein wenig Hilfe wirklich gutieren, also begrüßen. Vielleicht hat ja irgendein Bücherwurm in dieser Stadt das ein oder andere seiner Werke. Okay. Denkt ihr, ein Dutzend Mal in einem Dutzend ist etwas, das jeden Monat stattfindet? Es gibt in jedem Monat einen 24. und das Jahr besteht aus 12 Monaten. Weil wir einen erfolgreichen Intelligenzwurf gemacht haben, wissen wir das. Jubilost sieht dich misstrauisch an. Es kann nicht so einfach sein, oder doch? Bei den Feenwesen weiß man nie. Trotzdem, die Idee ist gut. Aber ich fürchte, diese schrecklichen Bücher bleiben uns dennoch nicht erspart. Okay, also schön. Ich werde mir Gundersons Bücher vornehmen und versuchen, einen Sinn daran zu finden. Ups. Viel Glück bei diesem schwierigen Unterfangen. Nur zur Erinnerung, laut des Rätsels müssen wir das fünfte in 10 finden. Was irgendwas mit Gundersons Büchern zu tun haben scheint. Dann addieren wir 24 dazu und gehen zum Kerzenmeer. Wenn der Mond
ihren Weg verlässt. Ich hoffe, das ist nicht irgendein Scherz der Feenwesen. Falls doch, muss ich keine Forschung mehr anstellen, warum die Gnome die erste Welt verlassen haben. Dann lag es an ihren stinkenden Nachbarn. Sehr schön. Wie kommen wir an Gundersons Bücher? Öl der Unheiligkeit haben wir bekommen. Okay, das dürfte eine Quest nach sich ziehen, genau. So. Die Tür zum Nirgendwo. Jubilos steht kurz davor, das Rätsel des Gastgebers zu lösen. Wenn die Feenwesen nicht gelogen haben, wird der Gastgeber helfen, das Geheimnis zu ergründen, warum die Gnome die erste Welt verlassen haben. Unser gebildeter Freund schafft das nur mit der Hilfe des Königs. Okay. Gut, wir müssen also in der Stadt jemanden suchen, der Bücher hat. Ich meine, wir haben eine Bibliothek, da könnte man suchen, aber es gab doch noch, glaube ich, irgendeine Händlerin, die man vielleicht ansprechen konnte. Gut, das starten wir dann, denke ich mal, als nächstes. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.